Bin umgezogen und brauche noch ein paar Sachen aus dem Baumarkt. Vor allem für meine Pflanzen. Lack habe ich mit dem Eis bestochen, aber es hat leider nicht lange gehalten. Der Schubkarren hier war eine harte Diskussion. Als wir die geschafft hatten, ist dann draußen ein Höllengewitter losgebrochen. Also habe ich die neue Regenabdeckung von unseren Gartenmöbeln genutzt, um Kind und alles andere trocken ins Auto zu kriegen. Zu Hause habe ich dann meine Pflanzen in die größeren Töpfe umgepflanzt. Wir haben leider ein Trauermückenproblem und deswegen gibt es frische Erde. Ich habe versucht, die Wurzeln frei zu waschen. Keine Ahnung, ob man das so macht. Ich habe es einfach mal probiert. Mal schauen, wie die Palme den Umzug überlebt und ob sie sich in der neuen Wohnung wohlfühlt. Mehr habe ich an dem Tag dann nicht mehr geschafft. In der neuen Wohnung hätte ich nicht so viel Platz zum Umtopfen gehabt. Deswegen war das gut, dass ich das hier noch gemacht habe. Jetzt sitze ich in der neuen Wohnung mit einer Mandelentzündung und komme mit nichts voran. Aber wenn ich hoffentlich bald wieder gesund bin, gibt es frische WG- und Umzugsvideos.